Hallo, heute spiele ich Minecraft, aber nicht das typische Minecraft. Und ja, es hört sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig an, weil typisches Let's Play ist aber Minecraft. Aber ich zocke Minecraft Feed the Beast, das Feed the Beast Ultimate Modpack. Und kann ich hier die Mods irgendwie einsehen? Ja, nur die paar. Das sind ungefähr, ja genau hier, 50 Modifikationen. Das ist ein Paket und da gibt es die verschiedensten Modifikationen. Also mich interessieren am meisten die Modifikation, wo man komplexe Maschinen bauen kann, aber auch einfache Maschinen bauen kann. Und ja, das werdet ihr alles sehen. Hier gibt es zum Beispiel auch Computercraft, man kann einen Computer bauen und programmieren. Da bin ich noch nicht so drin. Buildcraft, das sind eher so Industrialisierung und sowas ist. Factorization ist was mit ja, Naturprodukte verarbeiten und nutzen. Genau wie Forestry. Wie der Name auch schon sagt. Industrialcraft, den Mod will ich ziemlich gut nutzen. Red Power sind so elektronische Schaltungen mit, wie man es auch schon von Redstone kennt im klassischen Minecraft. Twilight Forest, das heißt so ein verwunschener Wald, der ist auch ziemlich cool. Gregtech ist auch sowas wie Industrial Craft. Solar Panels, die werde ich auch nutzen wahrscheinlich. Ein, zwei suche ich hier noch. Dann macht man auch ein Atomkraftwerk bauen. Towncraft ist Magie. Da werde ich, weiß ich noch nicht, wie sehr ich da reingehen werde. Portal Gun von dem Spiel Portal, ziemlich cool. Bienen gibt es, Bienenzucht. Also hier gibt es schon ziemlich viele Modifikationen. Ich habe das zuletzt vor einem Jahr gespielt und da war ich richtig drin in dem Spiel für ein paar Monate. Ja, bevor ich mehr labere, erstelle ich gleich mal eine neue Welt. Ich will das von ganz von Anfang alles mitschneiden sozusagen. Ich guck mal kurz, wie sehr die Aufnahme meine Festplatte belastet. Oh, es geht. 2 TB habe ich frei. Dann kann ich ja sicher sein. Ja, will ich sonst noch was im Vorfeld sagen? Ja, das ist eine Modifikation oder ein Modifikationspaket, wo man sehr viel machen kann. Und deswegen ist das halt kein typisches Minecraft. Das ist noch viel freier und viel kreativer noch. Und da kommt auch eigentlich jeder auf seine Kosten, weil es so viele verschiedene Mods gibt. Wie gesagt, ich habe es ein Jahr nicht mehr gespielt. Ich weiß viele Dinge nicht mehr, auch nicht wie man optimal startet sozusagen. Ich werde mit Monstern spielen, also Survival Mode. Mit Health Bar und Hunger. Ich habe es jetzt mal auf Englisch gelassen, das Spiel. Gucken, was man sonst noch einstellen kann. No Cheats Off, yep. Bonus Chest. Nochmal auch off. Seed. Rand ist eh random. Da wollte ich auch nichts reinschreiben. Ja, wie nenne ich die Welt? Let's Play ist natürlich ziemlich langweilig. Feed the Beast ist auch ein ziemlich langweiliger Titel. Ach du Scheiße, habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Pornomaster. Auch nicht das Kreativste. Scheiße. Ich bin so unkreativ spontan. Nein, das ist auch scheiße. Ach, einfach Stuff.
und mach Stuff. Ist auch scheiße. Einen Blank kann ich halt nicht lassen. Komm, ich nehm's jetzt einfach Welt 1, so. Kein Bock mehr. Ja, es fahren schon wieder die Laster hier vorbei morgens. Create. Gucken uns Outer City Sache, wie viele Minuten ich jetzt schon verplempert habe. Oh, schon fast 6 Minuten verplempert. Da sind wir auch schon. Ich weiß gar nicht, ob ich den Ton anhab. Jetzt müsste jetzt jemand sein. Ja, Video-Settings habe ich alle auf maximal eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie Fraps das aufnimmt. Ob der das Vollbild aufnimmt, das kann ich dann ja auch zurechtschneiden. Okay, hier sind wir in einem schönen Blumenwald. Ich mache mal die Karte auf. Hier gibt es eine Karte. Aha, das Brachland in die Richtung. Dann werden wir natürlich erstmal ein paar Bäume hauen, wie es typisch ist bei Minecraft am Anfang. Ich hatte schon mal irgendwann Minecraft-Videos gemacht, ohne Vize-Beast, hab die aber unkommentiert gelassen und mit Musik hinterlegt und bin da eigentlich nur ziemlich schnell durchgelaufen, weil ich einfach witzig fand, wie ich immer so Videos gesehen habe, wo Leute immer so Angst vor Monster haben, total vorsichtig sind und ich presche schon einfach die ganze Zeit nur durch, wie es auch typisch für meine Reizoffenheit ist und dadurch auch eine erhöhtes Reaktionsvermögen und dann sozusagen immer beim Minen, immer die Erze sehe und dann direkt immer dahin gehe und trotzdem gleichzeitig nach Monstern Ausschau halte, Fackeln setze und das dann alles total schnell. Ich werde den Zweitkanal, wo ich das mal aufgenommen habe, einfach mal verlinken. Eigentlich müsste ich hier die Bäume ganz weg machen, damit die despawnen, obwohl ich wahrscheinlich eh nicht mehr in den Bereich gehe, aber vielleicht ja doch. Ja, werde den Kanal einfach mal verlinken, ist aber nichts Besonderes. Obwohl ich da sogar Views bekommen habe, obwohl es die ersten Videos waren und ich den Kanal extra dafür erstellt habe, nur Blumen kann man glaube ich auch für irgendwas nutzen. Da, weil ich die ganze Zeit gelabert habe, habe ich jetzt natürlich unnötig viel Holz geschlagen. Wo ich natürlich auch mir hätte bei 2-3 Holz direkt eine Axt machen können. Das mache ich dann mal eben. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Spiel nicht kennt und nicht schon mal gesehen hat oder wie das funktioniert, der es vielleicht jetzt guckt. Ich will es ja auch nicht unbedingt nur für eine Minecraft-Gemeinde das irgendwie zocken, sondern vielleicht einfach jeden, der offen dafür ist. Klar, wenn die meisten jetzt denken, ja, nicht schon wieder Minecraft und so, aber das ist halt wirklich ein anderes Spiel. Und ich werde mir da auch da ziemlich viele Gedanken zu machen, was man machen kann. Auch kreative Sachen vielleicht. So, und zur Erklärung halt, ich habe jetzt halt dieses Holz gepuncht, geschlagen und habe das hier reingelegt gehabt. Und dann habe ich dann halt Planken rausbekommen. Früher dachte ich einfach immer, das wäre so ein Würfel. Aber es sind einfach wirklich quadratisch aufgeschichtete Planken. Und wenn ich die übereinander lege, dann kriege ich da halt Sticks raus. Und die Sticks. Das hört sich eigentlich ziemlich lächerlich an, wenn ich Minecraft erkläre, aber das kennt eigentlich jeder, aber ich mache es trotzdem. Dann mache ich jetzt einfach mal eine Axt. Das geht halt so. Das ist halt das Grundprinzip von Minecraft. Bin hier übrigens an einem Crafting-Table, den ich gecraftet habe. Das habe ich natürlich schon übersprungen. Hiermit kann ich dann jetzt effektiver Holz schlagen. Dann mache ich mir direkt noch eine Spitzhacke, eine Holzspitzhacke. Und das war's erstmal. Weil die anderen Tools, die will ich direkt aus Stein machen. Ich habe hier ein paar Grafikfehler, sehe ich gerade. Halt versucht bei der nächsten Aufnahme mal zu lösen. Habe ich jetzt keine Lust drauf, ist auch nicht so schlimm. Soll das gehen, kann ich die Bäume natürlich schneller abbauen. Holz. Die haben Bäume, ja. Hier werden nicht nur Bäume getötet, hier werden später auch leider Tiere getötet. So. Suche ich schon mal. Jetzt laufen wir hier durch den Wald, ob was Interessantes da ist. Ein paar Schafe oder so, damit ich Wolle habe, weil das braucht man für ein Bett, damit man die Nacht gut überstehen kann, weil da die Monster kommen.
Genau. Und suche auch noch einen. Vielleicht einen offenstehenden Minenschacht, wie ich. Nein, das ist doch keiner. Das ist ein kleiner Teich. Hier kommen wir zum Wasser. Da sehe ich Stein an der Oberfläche. Da könnte ich Kohle finden und Eisen schon mal. Aber Stein brauche ich auch erstmal. Gut. Huch. Mist. Hier haben wir sonst nichts. Das ist irgendein Totem, das ist einfach nur random. Aus Obsidian. Okay, hier ist wirklich nur Stein, keine Kohle, kein Eisen. Dann baue ich erstmal ein paar Steine ab für einen Ofen und für Steinwerkzeuge. Das hier ist Kupfer, das gibt es im klassischen Minecraft nicht, das ist ein Vizibis. Das kann ich auch nicht mit Holzwerkzeugen abbauen. Ich baue noch drei Steine kurz ab. Oder fünf besser. Komm, mache ich 8 nochmal. Habe ich direkt alles? Ich weiß es nicht, habe es nicht gezählt. Brauche ich auch noch mehr Sticks, glaube ich. Dann habe ich hier manchmal einen Ofen. Geht halt so. Ja, die Rezepte, die weiß man irgendwann, wenn man spielt. Das sind jetzt auch halt diese ganz, ganz grundsätzlichen Rezepte. Dann Schwert für kommende Monster. Dann wichtig halt die Steinspitzhacke. Und dann mache ich mir noch eine Steinaxt und eine Steinschaufel für Sand zum Beispiel, um das schnell abzubauen. Das Holz in der Form brauche ich eh nicht, dann kann ich halt schon mal so machen. Dann baue ich das wieder mit der Axt ab. Hatte ich schon erwähnt, dass ich welches Texturenpack ich verwende? Das ist ja eigentlich die häufigst gestellteste Frage in Kommentaren zu irgendwelchen Minecraft-Videos. Hier wahrscheinlich nicht, aber ich sage es trotzdem. Jetzt ist mir der Name auch schon entfallen. Moment, Texturenpacks. Genau, Faithful Ultimate. Also extra für dieses Modifikationspack, was halt auch ziemlich erfolgreich war oder ist. Und dann extra dafür auch Texturenpacks hergestellt wurden. So langsam müsste ich mal ein paar Schafe finden, damit ich die Nacht überspringen kann und nicht die ganze Zeit ausharren muss. Aber Mist, von wo kam ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss hier bauen, ja. Sonst muss ich mich irgendwo eingraben und die Nacht irgendwo verharren, das ist auch doof. Das werde ich dann aber wegschneiden wahrscheinlich. Ja. Irgendwie gar keine Tiere momentan. Mist, das ist eine Insel. Jetzt gehe ich, mache ich hier so einen Rundgang. Ich habe doch hier ein Meer gerade gehört. Da hinten. Eigentlich bräuchte ich ja erst Eisen, damit ich eine Schere habe, um zu scheren. Dann kriege ich mehr Wolle raus, aber ich mache es jetzt mal so, ich brauche nur 3 Wolle. Zum Glück haben wir hier genug Schafe. Ja, Wolle kann nicht schaden, ne? Also deswegen müssen wir leider auch sterben. Gut, habe ich das. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen entspannter hier rumlaufen. Okay, da es hier so eine Insel nur ist und ich auch nicht weiß, wie. Hohoho. Schafe kommen schon. Wahrscheinlich ist das hier dann auch ein Ozeanbiom. Ozeanbiom. Und dann will ich jetzt hier auch nicht groß rüberschwimmen oder so. Genau, Erfahrungspunkte gehört auch. Wenn man Level aufsteigt, kann man die Level nutzen, um Gegenstände, also meistens Werkzeuge und Schwerter und sowas, zu verzaubern. Gut, da haben wir noch mehr Kupfer. Und da sehe ich auch gleich Kohle schon. Eisen wäre auch ganz nützlich, aber Kohle brauchen wir auch auf jeden Fall. Brauche ich auf jeden Fall. Kohle, Kohle, Kohle. Oh Mann, ich habe jetzt schon Angst vor Monster. Ich hasse Sterben in dem Spiel. Dann finde ich meistens den Punkt nicht mehr, wo ich gestorben bin, dann finde ich alles. Manchmal sogar, wofür ich stundenlang am Rummeinen war. Und auch die ganzen Experience Points.
Erfahrungspunkte. Aber ich spiele trotzdem meistens immer mit Monster, weil sonst finde ich das ein bisschen zu. Ja, reizt dann ein bisschen weniger. Meinen zu gehen, wenn man alles sowieso bekommt. So, dann könnte ich jetzt auch meine ersten Torches herstellen, meine ersten Fackeln. Dafür brauche ich Sticks. Einfach mit Kohle und dann sind die schon fertig. Ist ja logisch. Nicht, aber egal. So, Wasser stört mich meistens, weil man da ziemlich langsam sich drum bewegen kann, deswegen kapsel ich das mal ab. So, hier könnten schon Monster sein, deswegen leuchte ich schon direkt ein bisschen aus, damit ich auch gar keine spawnen. Hier haben wir schon ganz gut Rohstoffe, sehe ich gerade. Also mache ich es am meisten, dass ich dann ein ganz gutes Stück weit die Höhle erstmal ablaufe und ausleuchte, damit auch ja keine Monster spawnen, während ich hier Sachen abbaue. Und hier sind wir auch an einem Ende, das ist gut. Dann können wir das hier in Ruhe machen, relativ. Weil Zeit ist auch nicht unbedingt da. Weil die Nacht kommt. Und zur Not kann ich mich hier auch für die erste Nacht einbauen. Ich habe jetzt hier auch ausgeleuchtet, mein Bett hinstellen, schlafen und dann geht's weiter. Ich glaube, ich werde so 20 bis 30 Minuten Parts machen. Je nachdem. Ich kann ja auch im Voraus aufnehmen, also kann ich mich hier recht entspannen und muss nicht so hektisch alles machen. Ich weiß auch nicht, wie die meisten Leute das gerne haben, weil es langsam ist natürlich auch langweilig und doof. Aber den meisten Leuten find ich persönlich es zu langsam. Aber die machen halt Dinge dann natürlich auch genauer, aber ich versuche beides zu machen, also genau und langsam. Außer unnötig genau natürlich, das dann wieder. Naja, einfach mal gucken. Eisen! Ich versuche auf jeden Fall ein bisschen zu chillen, weil ich dazu neige, einfach zu krass schnell alles zu machen. So, das hier ist Zinn. Die tun wenig Kristalle. Manchmal ganz selten stockt es ein bisschen. Zinn, ich weiß gar nicht mehr, für was man das alles braucht. Wie gesagt, ich habe es ein ganzes Jahr lang nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall braucht man es auch am Anfang für die Basismaschinen. Ich weiß auch nicht, was es alles für Maschinen jetzt gab. Sonst hätte ich jetzt alles erzählt, was ich vorhabe und so. Das können wir dann auch ganz in Ruhe dann zusammen nochmal von Anfang an sozusagen uns angucken. Ich hoffe, dass die erste Folge nicht schon so langweilig ist. Mal gucken. Ja, wahrscheinlich ist das Abbauen hier doch ein bisschen langweilig. Das ist, glaube ich, Cinnabar, wie man es ausspricht, braucht man eigentlich eher nicht. Das ist Bauxit. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Ich guck mal ganz kurz nach. Das ist wirklich nur ganz kurz. Bauxit. Oh, wird hier. Achso, heißt auf Deutsch auch Bauxit. Ja, dann weiß ich nicht, wo das ist. Auf jeden Fall. Irgendwas konnte man daraus gewinnen. Boah, ich habe echt alles vergessen, krass. Wo ich damit so viel hantiert habe. Ich habe bestimmt 500 Stunden oder mehr damit verbracht. Okay, das wollte ich noch kurz mitnehmen. Dann haben wir eigentlich auch schon so ein paar Basissachen. Ein bisschen Kohle kann noch nicht schaden für den Anfang. Dann würde ich auch recht schnell settlen, also mich irgendwo kurzfristig niederlassen. Oh, da ist die Sternschütze kaputt geworden. Kurzfristig niederlassen, weil das immer ganz, ja, ganz spannend ist, finde ich. Ja, halt spannend, aber ganz cool ist, einen Ort zu haben, wo man erstmal ja, sich niederlassen kann und von da aus dann immer irgendwo hingehen kann. Und sich dann da in Ruhe Gedanken machen an dem Ort, was man machen will. Und sich dann auch einen richtigen Ort aussuchen, ganz in Ruhe, wo man dann auch ein Haus bauen will. Ja, da haben wir glaube ich schon die Nacht. Ja, das sieht sehr nachtig aus.
Dann hole ich mal kurz noch die Kohle. Baue mich dann ein bisschen ein in der Höhle. Ich habe jetzt schon Angst, dass der Monster gleich runterkommt. Ja, das, die entwickelt man häufig bei Minecraft. Die ist auch gut, die Angst. Oh Mann, wie viel Kohle ist das denn noch? Ja, das ist halt auch so ein bisschen so eine Minecraft-Krankheit, dass man Erze einfach nicht liegen lassen kann. Zumindest welche, die man gut gebrauchen kann. Am Anfang braucht man echt auch viel Kohle. Und Eisen ist auch ganz gut, aber da habe ich jetzt, kann ich jetzt mit der Holzspitzhacke nichts machen. Bevor ich hier großartig weitermache, versuche ich mich hier einzubauen, ganz am Ende. Da war Stein. Das mache ich dann mit dem Stein am besten. Ja, fertig. Gut, das müsste genug ausgeleuchtet sein. Ja, das soll jetzt auch hier kein schöner Nächtigungsort sein. Ich will einfach nur kurz die Nacht verbringen und wieder abhauen. Ich bin kurz verwirrt. Bett geht so. Bett. Ach genau, was das hier alles ist, das ist auch vom Vizebeast. Und hier wird dann alles angezeigt, was es für ja, Sachen gibt. Und hier ist dann halt ein Suchfeld. Kann ich zum Beispiel jetzt eingeben, Solar. Dann habe ich hier ein Solar, eine Solarzelle. Aber das will ich alles mal nicht schon verraten. Und wo muss ich hier den Cheat-Mod ausstellen? Sonst, wenn ich hier drauf klicke auf irgendwas, sonst hätte ich dann ganzen Stack von, also 64. Ist ein Stack. Und dann ist das hier auch das hier, wenn man Nachttag aufstellen kann, das benötige ich. Gut. Schlechtes Bett einfach. Und da ist die Fackel. Schlechtes Ziel. Schwert bereit. Schlafen. Ach ja, Wegpunkte kann man auch erstellen. Das ist gut. So, jetzt ist die Nacht schon vorbei. Und dann haben wir zum Glück keine Konfrontation mit Monstern gehabt. Ich mach mal noch kurz. Ne? Ach komm, ich mache jetzt direkt schon Eisen. Dann bin ich doch ein ganz kleines bisschen länger hier. Eisen einfach. Iron Ore, Eisen erst rein, Kohle rein. Eine Kohle macht bis zu 8 Erze. Also schmelzt bis zu 8 Erze. Oh, sieht doch schon aus. Crafting Bench. Ich hab schon ziemlich viel Müll hier. Oh, schon Stack Kohle, das ist schon gar nicht mal schlecht. Kupfer, Zinn. Na, am Anfang brauchen wir gut Kohle, Kupfer, Zinn und Eisen. Wenn ich mich recht entsinne. 3 Eisen reicht für eine Spitzhacke. Und kurz, was meine Festplatte sagt, interessiert mich gerade. Hm, 2 Terabyte, 1,97 sind dann 3 Gigabyte. 3 Gigabyte schon, man. Vielleicht kriege ich das irgendwie kleiner gemacht, damit das nicht so lang zum Uploaden braucht. Gut, den Rest können wir jetzt hier nicht nutzen, außer aus Holz Charcoal zu machen, also Holzkohle. Oh Mist, ich kann das hier verwenden, stimmt. Guck, ob der noch einen schafft. Ich sag ja. Oh, oh. Nein! Ah, war knapp. Aber ist ja nicht schlimm. Genau, das hier sind. Damit kann man irgendwelche. Was war das nochmal? Kann man damit. Ja, genau. Man kann damit Sachen färben, aber das muss man einschmelzen, dann kann man schwarze Blöcke draus machen, das werde ich auf jeden Fall noch irgendwo nutzen, farbige Blöcke. Aber am Anfang braucht man das erstmal nicht. Am Anfang will ich erstmal einen relativ guten Start haben. Und dann halt auch Startrohstoffe sammeln. Ne? Oder überwiegend. Das Eisen hier nehme ich noch mit. Eisen ist ziemlich wichtig. Ja, dann werde ich gleich mal mir ein Örtchen aussuchen. Das könnte ein bisschen dauern, werde ich dann vielleicht auch in der Post-Production beschleunigen. Dann aber wie ein Ruckler. Sicher für die Frames auf 20 runtergehen.
Ja, ein Örtchen suchen. Kohle. Und Kohle habe ich eigentlich noch. Aber es gibt auch Erfahrungspunkte. Ja, ganz schön schlau gemacht von Indien. Hier lang muss ich. Erstmal hier rauskommen. Ja, Sand kann man auch gebrauchen, auch für Fenster. Also Glas kann man daraus schmelzen. Doppel-W ist Sprinten, deswegen ist hier halt die Sicht immer so ein bisschen komisch. Also wenn ich Doppel-W schnell hintereinander drücke. So, jetzt habe ich. Habe ich den Mod drin? Nee, Optifine. Da hätte ich mit Steuerung jetzt sozusagen Fernglas gehabt. Also einfach nur, dass die, dass ich weiter nach hinten gucken kann. Also diese beiden Sachen hier, das sind Ölvorkommen. Das ist halt ziemlich cool an viel zu gut. sorry. Trockenen Mund. Bin ich gewohnt, so viel am Stück zu reden. Genau. Ölvorkommen kann ich halt für Energie nutzen. Auf verschiedenste Art und Weise. Ich kann es auch raffinerieren zu Benzin zum Beispiel. Oder Diesel. Oder auch direkt nutzen. Auf jeden Fall hat Öl auch ziemlich viel, also ziemlich hohen Energiegehalt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es nutzen werde. Weil ist ja schmutzig. Und da hinten sehe ich was. Was mir gerade eingefallen ist, dass wir am Anfang brauchen. Das sind nicht Gummibäume, aber ja, Rubber Trees heißen die auf Englisch. Hier haben wir so komische Anzapfteile dran. Das werde ich mal kurz demonstrieren. Also man kann daraus halt Gummi gewinnen, aber es ist natürlich jetzt keine. Also, oder sind es Gummibäume? Ich weiß es nicht, wie man die nennt. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal versuchen, ob ich das noch weiß. Ha! Ein Tree Tap machen, also ein Tap halt so von anzapfen. Ich habe ich dann so ein Teil mit so einem Hahn halt. Dann mache ich hier rechte Maustaste drauf, zack, krieg dann Achievement Sticky Situation. Sticky Raisins, wo habe ich sie denn? Da. Schon hier clunky Inventar. Diese Sticky Raisins kann ich halt auch smelten, also schmelzen und dann kriege ich daraus Rubber, wie heißt das jetzt nochmal? Gummi, genau. Und Gummi brauche ich für zur Isolierung beziehungsweise für Kabel, für Kupferkabel, genau. Und Kupferkabel brauche ich für Schaltkreise und das brauche ich dann wiederum für Maschinen. Also es hört sich komplizierter an, als es ist. Das kann man auch einfach im Crafting-Inventar dann alles so reinlegen. So, und ich hoffe jetzt einfach mal hier, dass ein Sapling, ein Setzling, dass ich einen bekomme, rausbekomme, damit ich mir halt diese Rubber Trees anpflanzen kann, damit ich da habe ich einen Setzling, damit ich regelmäßig eine regelmäßige Kupferquelle habe. Man kann im Spiel halt auch Maschinen bauen. Ist nicht nur eine Maschine, sondern man muss das wirklich komplex aufsetzen, dass man eine Holzfarm hat oder halt eine Baumfarm und dann alles, was die halt abwerfen, farmen kann und in Kisten automatisch reintransportiert wird. Das ist eigentlich ziemlich cool. So mit Tubes. Ach, mir fallen die deutschen Wörter eigentlich ein, weil ich immer auf Englisch alles mache und gucke und spiele. Also ich bin gleichzeitig weiter. Das ist hier ein Fehler. Eigentlich müsste im Boden sein. Das sind ja Bienenstöcke eigentlich. Ja, hier ist noch eine. Damit werde ich am Anfang erstmal nichts machen. Huch. Und jetzt springt er automatisch. Gut. Dann muss ich wohl in dieses Einödland. Ich mal hier lang. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen mit dem Lava-Tree. Schade. Irgendwie automatisch. Genau ja, in so Röhren halt wird es dann transportiert. Dann braucht man dafür auch so eine. Ja. Wie nennt man das? Kolbenmaschinen oder ja, sowas wie eine, nicht eine Dampfmaschine, aber eine Maschine, die halt Kraft in Form von Megajoule entwickelt durch irgendeinen Treibstoff und dann halt Bewegung in den Röhren sozusagen bewirkt.
würde ich schon gerne. Leder braucht man auch relativ am Anfang. Jetzt nicht ganz so am Anfang, aber so wie ich das Spiel starten will, ist das ganz wichtig. Und Essen haben wir dann auch. Habe ich jetzt kein Leder gekriegt, leider. Daraus, ja, kann man Bücher machen. Aus den Büchern, also die Bücher brauche ich, um den braucht man für einen Verzauberungstisch, damit ich meine Gegenstände am Anfang verzaubern kann. Das werden wir dann auch noch sehen. Und dann habe ich eine effektivere, schnellere Spitzhacke und so weiter. Und dann geht das alles viel schneller halt. Ja, ein paar langweilige Sachen werde ich wahrscheinlich dann auch mal nicht mitfilmen. Aber das meiste und das Wichtigste natürlich schon. Jetzt, wenn Kühe da sind, muss ich die Situation leider nutzen, weil manchmal sucht man wirklich stundenlang ungelogen nach Kühen. Ich werde jetzt noch nicht auf eine volle Kuhjagd gehen. Hier sehe ich gerade Clay. Was heißt nochmal Clay? Lehm, glaube ich. Ja, Lehm, Ton und Erde. Das ist auch ganz nützlich am Anfang. Oder war ja, noch nicht ganz so am Anfang, aber direkt danach eigentlich. Ich nehme es einfach mal mit, weil ich mich widerstehen kann. Moment, ist das Leder? Oh, so auf ab. Oh, ist hier dunkel. Hier sind wir, glaube ich, in einem Dschungelbiom. Sieht man auch an den Lianen. Oh fuck. Wie viele Setzlinge habe ich eigentlich? Nein, Mist. Ja, kommt schon ein fetterer Dschungel. Dschungelbiom finde ich nicht ganz so interessant eigentlich. Ich werde jetzt erstmal ein Schlafplätzchen suchen. Das heißt suchen, ich kann mich einfach irgendwo eingraben. Ja, komm. Einfach ein Hidey Hole graben. Achso, den Dirt kann ich nicht aufnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Mist. Hier ist zu langsam. Ich hab Angst vor Monstern. Zu im Kack. Ja, ich bin nicht der Typ, der so sehr viel auf Gemütlichkeit legt, erstmal irgendwie. Ich will einfach am Anfang erstmal nur Sachen schnellstmöglich schaffen. Ja, nicht schnellstmöglich, aber ich bin nicht so der Typ, der ja, lange rumfackelt und hier und da alles noch nicht vorankommt. Das mache ich überhaupt nicht irgendwie. Dieser Dschungelbiom ist nicht ganz so groß. Also für ein Zuhause finde ich das einfach zu unübersichtlich alles. Ich hätte gerne so ein Red Rock Mountain und dann Wald daneben oder so. Oder halt auch nah an einem Wald oder nah an einem Dorf mit NPCs. Ja, es gibt halt Dörfer bei Minecraft mit NPCs, die auch Sachen mit einem tauschen. Aber dieses Feeds und Display kommen mit der Minecraft-Version 1.47, das ist schon eine ältere Minecraft-Version. Ist, glaube ich, jetzt auch schon fast ein Jahr alt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine Version 1.7 oder so. Dann haben die Villager auch Stimmen, das ist hier jetzt noch nicht der Fall. Hier haben wir schon einen richtig fetten Dschungelbaum. Ich glaube, das ist auch ein Rubber Tree, nur von einer anderen Modifikation. Mal schauen. Was kann ich denn wegwerfen? Yep, Rubberwood. Kann man, glaube ich, auch für Energie oder für irgendwas benutzen. Ich hole jetzt einfach nochmal ein paar. 32 oder so. Ein halbes Deck. Geht ja recht schnell.
man hat mir auch irgendwas zu erzählen, noch einfinden. Okay. Karte auch nichts Interessantes, außer so ein. Springt er wieder automatisch, das habe ich irgendwie ständig. Da war links so ein Strand ein bisschen. Eine Höhle. Ich könnte wirklich ein bisschen Eisen gebrauchen. Das ist keine richtige Höhle. Aber. Oh, da ist ja Licht. Ja, ich habe Angst vor Monstern. Nicht die Monster schneller, ja. Oder besser hier. Kupfer. Kann man auch gebrauchen, jetzt habe ich hier auch so eine Minimap oben rechts von den Höhlen. Puh. Oh, geht's weiter. Ja, ich hole mir mal ein paar Rohstoffe. Am Anfang braucht man auch wirklich viel. Wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, ist das eigentlich ganz gut. Muss ich ja nicht unbedingt dran vorbeigehen. Ich glaube, ich mache die Musik einfach mal aus. Passt jetzt irgendwie nicht so dazu, so melancholische Musik. Ich muss gleich einkaufen. Ich brauche Bananen und Orangen. Also jetzt im Real Life. Habe jetzt bei Aldi Bio-Orangen gefunden, die sind extrem lecker. Schmecken auch richtig natürlich und nicht so säuerlich, leicht aggressiv, sage ich mal. Und ich vertrage mittlerweile auch stark gespritzte, chemisch gespritzte Sachen nicht mehr. Ich krieg davon neben Schwindel und Benommenheit adrige Augen, blutunterlaufene Augen, also nach 6 bis 8 Stunden oder so, nachdem ich es verzehrt habe, also wenn es halt verdaut ist und Blutkreislauf kommt. Das habe ich auch bei konventionell erzeugten Kartoffeln. Ja. Und das ist halt für mich schon wieder so ein Zeichen, das hat nicht so gut ist für den Körper. Also ich fühle mich nicht psychisch wohler, ich fühle mich dann auch wirklich körperlich wohler, wenn ich Bioprodukte esse. Also man muss unterscheiden, es gibt Sachen, die auch konventionell erzeugt gut sind. Ich fällt gerade kein Beispiel ein, obwohl Avocado zum Beispiel, ja. Also vieles ist sicherlich Geldmacherei bei den Bioprodukten, aber die Orangen, es gibt Orangen für 2 Kilo. Ich weiß gar nicht, was dich interessiert, aber ich erzähle es trotzdem, das gehört auch so zu meinem Channel, so Ernährung und so. Ja, 2 Kilo. 2 Kilo Orangen kosten im Netto, als früher Plus war. Warum habe ich nur 20 Frames? Ah, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Kosten da pro 2 Kilo, also es ist im 2 Kilo Sack 1,30 Euro. Ne, da waren die im Angebot, also 1,60 Euro kosten die normal. Oder 1,70 Euro. Und ja, die werden ziemlich schnell schlecht, sind oft auch schon schimmelig, wenn die im Supermarkt liegen. Ach, ein Rubber Tree, habe ich den übersehen. Das ist auch sehr schön. Da braucht man auch wirklich gut was am Anfang. Ich will jetzt meine Werkzeuge nicht einfach verschwenden. Die haben hier halt so eine Leiste. Was die Durability anzeigt, also wie lange. Also wann die halt kaputt gehen. Ich versuche gerade wieder einen Zeppling, rauszuholen. Genau, für 1,70 Euro gibt es dann 2 Kilo Orangen im Sack. Im Netz. Ich mache mal direkt hier die Raisins. Da unten rein. Und ja, wie gesagt, wenn die schon schnell schlecht und schmeckt auch nicht gut, hat fast keinen Geschmack, ist fast überhaupt nicht süß, das bringt dann auch nichts. Und ist meiner Meinung nach auch stark chemisch verhandelt.
jetzt. Ja, und im Aldi kriege ich dann halt einen 1 Kilo Sack für 1 Euro. Das heißt 2 Euro für 2 Kilo. Und der Unterschied ist wirklich enorm. Und da lohnt es sich dann, finde ich, auf jeden Fall bei solchen Sachen. Ich verstehe auch gar nicht, wie andere Leute das, den Unterschied nicht rausschmecken können. Aber es kann natürlich auch mit einer Übersensibilität zusammenhängen, die ja auch ganz natürlich ist bei 15 bis 20% der Menschen angeboren und auch einen evolutionären Sinn hat, dass es auch Leute gibt, die halt immer ein bisschen vorsichtiger sind, damit Leute oder halt eine ganze Population sich nicht, die eher aggressiv auf Gefahren reagieren, sich nicht einfach an einer Gefahr sozusagen, ja, an einer Gefahr draufgehen, weil die einfach aggressiv reagieren, dann irgendwie unterliegen oder so. Dann gibt es halt immer so einen Prozentsatz, auch im Tierreich, ist auch bewiesen, die halt immer ein bisschen vorsichtiger sind. Und das kann man dann auch in solchen Situationen sehen, indem man Bioprodukte kauft. Jetzt, ja, sehr plakativ ausgedrückt, sage ich mal. Ja, für mich ist das so. Okay. Da war ich ja da, dann gehe ich immer weiter in die Richtung. Das sind übrigens Kakaobohnen. Gucken, ob ich damit irgendwann noch was machen werde. Am Anfang, ich dörre ja schon jetzt ziemlich rum. Ich will es nicht alles immer so ein bisschen einsammeln. Mein Inventar ist ja auch schon ziemlich voll. Boah, ich finde Dschungel echt anstrengend, immer weiterzukommen. Deswegen mag ich Dschungel-Biom nicht. Rohstoff habe ich jetzt erstmal genug. Nur Zinn bräuchte ich auf jeden Fall, aber das kann ich auch noch nachholen. Ich muss erstmal irgendwo hin, ein schönes Örtchen suchen und dabei halt noch ein bisschen erkunden, ob man schon was Interessantes findet. Da hinten sehe ich Lava und einen Vulkan. Ein Vulkan finde ich schon mal gut, aber der Vulkan ist in. Ja, hier gibt es Vulkane. In der Modifikation ist auch ziemlich geil. Der ist aber in einem, auch in dem Dschungelbiom. Finde ich nicht so geil. Mann, ich hoffe, es ist irgendwann zu Ende. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie ich die Karte groß und klein aufkriege. Ich hatte aber letztens schon mal versucht, mit allen Tasten, die hier sind, und Maustasten, und habe es nicht geschafft. Puh. Ja, ich kann. Das befürchte, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwas labern kann, dass es dann langweilig wird. Aber so ist das manchmal zumindest. Ja, die Höhle sieht ziemlich cool aus. Aber ich muss weiter. Ja, wie gesagt, ich kann es ja eigentlich auch noch beschleunigen, wenn ich im Nachhinein der Meinung bin, dass es zu langweilig ist. Es wird wieder Nacht so langsam. Geht aber ziemlich schnell. Nichts drin. Ach, dann kommen wir gleich ins nächste Biom. Sehr gut. Irgendein Wald, ich glaube ein Zauberwald sogar. Oder ein normaler Wald. Normaler Wald finde ich cool. Oh oh. Warum wird das denn so schnell Nacht? Ne, das ist ein Tannenwald. Okay, ich grab mich wieder ein, die Monster spawnen relativ schnell. Oh, da war Uran. Ich wusste gar nicht, dass Uran in der Höhle spawnt. Muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ist immer ganz cool. Was werfe ich denn für Uran weg? Die Rose brauche ich auf jeden Fall. Hier kann ich auch ja, so Färbemittel machen. Ach, diese Spitzhacke da. So, Nacht überstanden. Rubber Tree. Ich brauche mal Setzlinge.
Genau, ich nehme das Rubber Tree, also das Holz auch mit, weil daraus kann ich, ich glaube, mit in der Zentrifuge kann ich dann reinstecken und kriege dann Methanzellen, also Methan raus. Und ich war so Kapseln oder Zellen reinpacken noch, aus Glas oder so. Und dann wird das zentrifugiert, ah, da war ein Zettel, dann kriege ich dann Methan raus und kann ich Methan in der Gasturbine verbrennen. Und mit der Energie kann ich, die kann ich dann in Batterien auch speichern oder halt in, ja, in einer größeren Form von der Batterie, sag ich mal. Ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also irgendeine Speicherzelle und kann damit halt Maschinen befeuern, mit denen ich dann wieder andere coole Sachen kann. An die ich mich gerade nicht mehr so gut erinnern kann. Schwarze Schafe, oder? Hier gibt es auch solche Sachen wie Jetpack und sowas, da will ich auch relativ schnell versuchen zu craften, damit ich rumfliegen kann. Das ist ziemlich cool eigentlich. Wow. Immer noch Wald. Ah, das habe ich. Ich würde eigentlich gerne ein Dorf finden, weil da kann man auch ganz gut Gegenstände finden, die man am Anfang gebrauchen kann. Ach, das ist Red Rock. Red Rock Mountain. Aber ich glaube, für ein Let's Play ist diese Location ein bisschen zu langweilig. Genau, und was ich auch suche, fällt mir gerade das ein. Das ist eine Location, wo ich irgendeine Energiequelle habe. Also am besten Lava. Obwohl Lava kann ich mir auch in einer Höhle suchen. Und Öl wollte ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht machen. Obwohl Öl ist halt der auch der beste, also effektivste Start. Also wirklich sehr viel Energie ist, man dann sehr viel machen kann. Man hat am Anfang ziemlich Energieprobleme. Das sieht auch cool aus, eigentlich. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen zu langweilig, wie gesagt. Ich gehe dann deswegen erstmal weiter. Ja, deswegen nutze ich. Ja, genau, weil Öl und so ist ja nicht so umweltfreundlich. Im Spiel ist das jetzt nicht mit integriert, dass da irgendwo Verschmutzung entsteht, aber ich nehme dann trotzdem lieber Lava, das ist nicht so umweltfreundlich. Feindlich, schätze ich mal. Hinten kommt, glaube ich, wieder ein Forest-Biom. Ah, die erste Folge ist auf jeden Fall ein bisschen langweiliger, weil man halt rumrennt und irgendwas finden muss. Oder will. Ich meine, wenn das überhaupt jemand interessiert, ah, das ist High Mountain, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das schnell vorgespult haben wollt oder ob das in Ordnung ist, wenn ich dabei immer so ein bisschen ja, sinnloses Zeug vor mich her habe. Ist ja auch ein bisschen so, ja, fast schon der Sinn von so Let's Plays. Nicht das Spiel sehr unbedingt, sondern halt wer spielt, wie man das spielt, was man so erzählt. Ja, High Hills finde ich aber auch nicht. High Mountains finde ich auch nicht so spannend. Zum Angucken auf jeden Fall, aber nicht zum Wohnen. Die Höhle sieht cool aus. Ich hätte echt gerne die Karte kleiner, aber ich muss so einen Überblick haben. Das langweile ich mich gerade selber. Aber bei einem Spiel muss man manchmal auch ein bisschen Ausdauer haben. Problem ist, ich spiele wirklich. Oh, cool. Vielleicht könnte ich da irgendwas hinbauen. Ich spiele manchmal wirklich sehr auf Ausdauer, dass ich stundenlang am Stück einfach irgendwo rumrenne und was finde, damit ich so das Beste finde und sowas. Kann ich natürlich nicht so aufnehmen.
Aber ich kann es natürlich trotzdem machen, dann halt beschleunigen oder ja, beschleunigen. Zehnfach oder so. Oder einfach nur sagen, dass ich es gemacht habe. Aber ein bisschen dafür zeigen ist auch ganz cool. Ja, ich spiele jetzt Minecraft. Mal schauen, ob sich das halten wird. Also ich bin auf jeden Fall motiviert. Man kommt natürlich auch darauf an, wie motiviert ich sein werde, wenn ich sehe, dass das maximal 3 Klicks hat. Oh, jetzt bin ich hier auf dem Berg, toll. Geh ich mal weiter. Wuhu. Nee, gefällt mir noch nicht so ganz. Ich hätte gerne irgendwas Besonderes im Dorf halt, oder eine richtig coole Location oder ein Vulkan oder so. Oh nein, hier ist es zu Ende. Ende im Gelände. Ich denke, ich werde es einfach hier weiter filmen, aber off-camera sozusagen eine Location finden. Bis dann. Da ist ein Dorf, das ist doch schön. Kann ich ja doch noch ein bisschen weiter spielen. Oh yeah. Ein zufallsgeneriertes Dorf. Da ist ein Bienenzüchter. So, die tauschen alle Sachen. Guck ich mal, was die geben. Emerald. Emerald ist später ziemlich wichtig. Genau das habe ich eigentlich gesucht. Und dieses Weizen kann man auch direkt hier abbauen, weil die selber Weizen haben. Und dann kann ich hier später diese Emeralds holen. Was ich jetzt aber noch nicht brauche. Ich mache mal einen Waypoint. Village 1 Emeralds. Dann habe ich hier den Waypoint und den kann ich von überall aus sehen. Das ist sehr gut. Emerald gegen Apfel. Was schafft ihr denn so anzubieten? Emerald Chicken Fleisch, das ist schwer zu kriegen. In Massen. Da. Können natürlich auch so ein Haus nehmen und seine Sachen erstmal reinbauen. Oh ne. Oh, Battle of Enchanting für einen Emerald. Das ist cool, glaube ich. Ich habe es vergessen, aber ich glaube, das ist sehr cool. Ich brauche aber erstmal Emeralds. Vielleicht kann ich ja auch. Oh, hier ist eine Schmiede. Da ist eine Kiste drin. Erstmal gucken. Bronze Pickaxe, Taumium, Iron Pickaxe, das ist auch schön. Ja, die Crowbar brauchen wir nicht. Die kann man eigentlich für nichts verwenden. Das hier kann ich zum Bronze einschmelzen. Ja, ich muss langsam echt mal irgendwo mich ansiedeln und eine Kiste bauen. Taumium brauchen wir auch erstmal nicht. Iron Boost kann ich nur brauchen. Ziehe ich den mal an. Dann holen wir das. Die Wolle wieder. Guckst du mich so an? Oh, schön. Genau, ich wollte das Weizen mal abbauen. Und dann mir einen Emerald holen. Und für den Emerald dann. Sehen wir doch gerade auch noch irgendwas. Genau, Bücherregale. Wo ich keine eigenen Bücher basteln muss. Die Tür, verdammt. Also ich jetzt so rein. Holz könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Ah, das ist von der Modifikation. Wo sie neue Welten erstellen können. Kann ich vielleicht auch mal machen. Warum geht meine Essensleiste eigentlich nicht runter? Habe ich doch auf Peaceful. Ach ja, ich habe Monster angestellt. Aus Survival Mode, aber ich habe wahrscheinlich trotzdem auf Peaceful. Scheiße. Naja, aber bisher hatten wir eh keine große Gelegenheit, Monstern zu begegnen. Das kann ich leider jetzt nicht mitnehmen. Aber die Bücherregale brauche ich auf jeden Fall. Cracked Sand brauche ich nicht. Bücher.
Und zwar für den Enchanting Table brauche ich diese Bücher. Und die sammeln sich hier alle. Oh, da war ein Tomcraft-Typ. Der da? Ach ne. Genau, hier gibt es noch einen Turm. Das ist hier noch. Das ist ein Tomcraft-Typ. Aber genau, die Bot ist auch enchanted. Der Turm ist, glaube ich, auch eine Kiste. Ja. Boah, ich dachte schon, da wäre Creeper. Ich habe so Angst vor Creeper. Die Teile die explodieren. Ey, es geht nochmal hier weg, ich muss hier eine Erde hinsetzen. Aber ich muss hier auch noch schlafen. So, ich schlafe jetzt einfach hier. Komm schon. Sehr schön, Aussicht auf diese Mountains. Auf dem Bacon, beziehungsweise im Wald. Ja, ich gehe jetzt einfach mal schlafen, sonst kommen hier die Monster und reißen die Türen weg. Da sieht man auf dem Minimap auch die ganzen Monster schon. Und man hört auch, wie die an der Tür klopfen. Scheiße. Dann machen die die Bewohner kaputt. Scheibenkreis da. Excuse me. Ein Eisenschild. Zum Glück sterben die Monster in der Sonne wieder. Ach Gott. So. Ein Schwert. Okay, hier wird's keine Kiste. Es gibt manchmal noch andere Türen. Aber hier jetzt nicht. Die haben auch ziemlich keine Weizenfelder. Das weiß ich gar nicht mehr, von wo ich kam. Ich so excited war, dass hier ein Dorf ist. Werf ich das mal weg, dann holen wir den Weizen. Der schon reich ist. Oh oh. Monster, die unter Bäumen stehen, deswegen nicht von Sonne affektiert sind. Hier war ich schon, da ist nicht gefällt. Genau. Ah! Skeleton. Zombie wollte auch schon. Was nur zwei Schläge? Friedlich tagsüber, was Dream konnte ich brauchen. Oh, direkt ein Spider-Ei und ein Herz auch noch, egal. Diese Shards, die brauche ich doch eigentlich nicht am Anfang. Nee. Shard of Minimum, ja, das ist auch interessant. Da kann ich mir einen neuen bauen. Dort, ich weiß nicht. Brauche ich eigentlich nicht so. Hier ist gar kein Weizen, nur in Anführungszeichen Kartoffeln und Möhren. Kartoffeln nicht unbedingt, das ist eine gute Nahrungsquelle. Jetzt geht auch mal eine Hangarbar mal runter. Ich bin kein Fleischesser. Genau, ich töte die Kühe zwar, aber ich esse das Fleisch nicht. Sehr sinnvoll. Kartoffeln! Brauche ich mir dann später unter mir. Da hinten ist noch ein Feld. Auf dem Weizen, Mann. Oh, Lobis. Deshalb kann ich hier gerade mein Eisenschwert dafür. Und noch ein Feld. Ich glaube, ich werde gleich auch eine Pause machen. Es ist schon
lange am Rechner. Wie gesagt, ich denke mal einkaufen. Dann werde ich wahrscheinlich eine Runde Fahrrad fahren. So, Küchenreizen habe ich 15. Jetzt brauche ich noch 16. Jetzt kann ich rein. Ja. Ach, das ist doch gut. Das ist ehrlich mal, wo der Typ war mit dem. Oh, da war er. 18 brauche ich. Shit. Cheat. Wie viel hatte ich wohl schon? Das ist noch hart gewachsen. Jep, 1. Huch. Ach ja, linke Maus ist natürlich. Okay, Knochen hier natürlich. Ich muss das eh ins Deck vorhaben. Jo, das brauche ich auch. Vielleicht noch woanders eins gewachsen. Ich brauche nur noch ein einziges. Hä? Warum braucht der jetzt 4 Schläge? Die anderen 2. Vielleicht waren die anderen schon von der Sonne kaputt. Mist. Wo ist der Zombie? Der ist ja schon drin. Was ist der drin gespawnt? Das ist schon ein Villager, der zum Ziel geworden ist. Fuck. Huch, hab ich hier Kraftausdruck gesetzt. Hoffentlich war es nicht der, wo ich mit Emerald gegen 12 Pfeile. Gegen diese. Ach, wer ist denn diese Enchanting Bottles da tauschen kann? Ich weiß selber nicht genau, was die Enchanting Bottles können. Eigentlich müsste ich die Kartoffeln kochen. Ja, Mist. Ich bin gar nichts mehr. Oh, eine halbe. Wow, ich muss hier vorbei. Wow. Lass mich da rein. Ich bin zu doof, noch reinzugehen. Ah, ich krasse aus. Oh, jetzt hast du schon. Na, komm, lustig. Hallo. Du läufst so lange rum, bis einfach nur ein Weizen überwächst. Und hier hatte ich gar keinen Weizen mehr. Dann muss ich hier wieder hin. Knochen mehr. Und da ist es fertig. Jetzt muss ich den Typ wieder finden. Und dann mache ich glaube ich eine Pause. Der rennt auch an mir vorbei. Ja, das macht euch auch Spaß, ne? Der braucht 21. Ah, das ist der in. Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, Magenta oder so. Melon. Wo ist der Typ? 21. Stimmt, der. Ne, das ist der Schmied. Das ist der. Huch. Von den 16 Kohle, ein Emerald? Geil. Das hat doch gleich. So. Soll ich mir auch einen Waypoint vermerken? Emeralds, Coal, Wheat. Ah, verfickt. So. Enchanting machen. Egal. Das habe ich dir immer. Das ist mir wirklich immer. Ach, der ist jetzt ein Level aufgestiegen. Wenn ich den gekauft habe, dann bietet der jetzt auch noch was anderes an. Wo soll ich jetzt hin? Ja. Hä? Der? Oh ja. Raw Beef, wo ich von 12 weggeworfen habe. So, ich war eh zu diesem Rosenden. Den Magenta-Typen. Oh, hier sind aber auch so. Ich kann auch eigentlich mal die töten, die ich nicht brauche. Ich meine, wenn ich die nicht brauche, brauche ich die nicht. Ich könnte auch neu züchten. Ich hab den noch nicht angeguckt.
Gut, das brauche ich auch nicht. Ja, ist halt ein Spiel, ne? Hab dich schon. Ich könnte eh noch nicht mal reden. Das ist eigentlich das Geilste überhaupt. Das ist genau wie bei Tieren. Töte die einfach, weil die nicht kommunizieren können. Dann denkt man, ja, die sind ja nicht so wichtig, ich kann ja nicht mal reden. So, gucken, was das jetzt überhaupt ist. Ja, genau, Experience. Sehr gut. Aufgestiegen. Oh, für Glowstone braucht man auch mal anfangen, dann müssen wir nicht in den Nether gehen, wo ganz viele böse Monster sind. Dann muss ich aber wieder Kohle tauschen. Kohle brauche ich am Anfang auch. Also 2-4 Glowstone kann ich schon gebrauchen. Ach, sind ja beide Leute hier, das ist sehr gut. Was zur Hölle war das? Oh, ich sollte was essen. Oh, reicht. Vielleicht kommt ein Monster wieder. Guck, guck. Steckst noch eine Stufe auf. Yes. Komm schon. Jetzt mal warten, bis es zu Ende ist. Nicht abhauen. Seltsam. Dann sehen wir uns. Bis dann. Wie gesagt, könnt gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob euch das überhaupt interessiert. Was ihr gerne auch sehen würdet, weil ich bin halt wirklich offen und mir ist eigentlich relativ egal, was ich hier mache. Beziehungsweise ihr wisst ja gar nicht, was ich hier alles machen kann, deswegen mache ich einfach erstmal irgendwas. Außer ihr wisst schon irgendwas. Dann sage ich bis zum nächsten. Hab ich gerade gesagt, bis zum nächsten? Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis dann. Ja.